Erforsche deine Welt mit 100 Forscherfragen durchs ganze Jahr von Anke M. Leitzken und Lisa Rienermann, erschienen bei Belz und Gilberg. Was, wenn es nur so aussieht, als wäre ich da? Von Oscar Brunevier, illustriert von Jacques Dupré, aus dem Französischen von Norbert Bolz, erschienen im Gabriel Verlag. Wo geht's lang? Karten erklären die Welt. Von Hik Yong Kim, illustriert von Christina Liebka-Stabau, aus dem Koreanischen von Hans-Jürgen Zaborowski, erschienen im Gerstenberg Verlag. Der Bus von Rosa Parks, von Fabrizio Silei, illustriert von Maurizio Acquarello, aus dem Italienischen von Sarah Pascal, erschienen im Verlagshaus Jacobi und Stuart. Holz, was unsere Welt zusammenhält, von Reinhard Osterroth, illustriert von Moidi Kretschmann, erschienen bei Bloomsbury Kinderbücher und Jugendbücher. Vielen Dank, Benedikt. Sehr schön. Mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2012 wird das Sachbuch Was, wenn es nur so aussieht, als wäre ich da? They really lied to you. When I got this book, you know, they sent me the title. I said, who the hell wrote this book? You know, the title, I don't even know what it means. I had to go on Google Translation, and even on Google Translation, I could not understand the title. I am not the author of this book. It's Katharina. What about you? You are here from Sinnwahrscheinlich vom Verlag? Sorry, Jacques Dupré wasn't able to come and he's well. Oh, Madame Brunevier, welcome to the show. Vielen Dank, dass Sie hier waren. He did the drawings, that's true, the illustration. But me, no. Katharina, she changed. The whole book is not me. I did not write it. I didn't know this title. Where's Katharina? Can you stand up? Wenn wir noch jemanden hier haben, der doch auf diese Bühne muss, dann bitte ich noch mal um einen großen Applaus. So sind Sie. So, ich bin gespannt, um wen es sich jetzt handelt. Bitte nochmal hin zu uns, ruhig in die Mitte. Sie sagen jetzt schon, Sie haben nicht. Wer sind Sie genau? Wie heißen Sie? Katharina Ebinger. Ich bin nur die deutsche Lektorin. Ich habe. Ja, was heißt das nur? Das ist ja ein großes Kompliment an dieser Stelle. Er hat das gut gemacht, er macht bloß immer Witze. Ich kenne ihn auch noch nicht so lange. Klären wir gleich. Detlef Kraft, der bildende Künstler, der 1996 ja diese Plastik-Momo entwarf, wird sicherlich da auch noch eine Möglichkeit finden.
vielen Dank an dieser Stelle. Herr Staatssekretär, ich darf auch Sie bitten, kurz Platz zu nehmen. Ja, auch dort vorne.